Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Und wir befinden uns immer noch auf dem Planeten Zefu, wo wir erfahren haben, dass die imperialen Sturmtruppler ihre Bohreraufgabe wieder aufgenommen haben. Und wir müssen jetzt natürlich untersuchen, imperiale Ausgrabung unweit des abgestürzten Venators. Genau, wir müssen jetzt quasi ein weiteres Gebiet erforschen. Und wir haben für dich, auf, oder? Ja, warum die Tür jetzt nochmal öffnen? Wir hatten die doch schon aufgehabt, aber okay. Und wir waren ja auf Kashyyyk gewesen und sind jetzt quasi so ein kleiner Abstecher wieder zurück, denn wir hatten zwei Leute, also ich weiß gar nicht, einen Wookie und eine Soldatin gefragt, ob sie den Wookie-Anführer Typhool suchen für uns. Und deswegen sind wir jetzt hier, weil ich glaube, später werden wir nochmal zurückgerufen. Und ja, mal gucken. Ja, aber hatten wir hier nicht... Es ist das Wasser. Hatten wir hier nicht gespeichert? Hä? Haben wir hier nicht gespeichert? Ich dachte, wir hätten gespeichert. Der Tunnel war überflutet. Wie konnte es dazu kommen? Gute Frage. Ertrunkener. Das haben wir doch aber alle schon gelesen, ne? Siehst du? Das Imperium ist nicht unsere einzige Sorge. Genau, hier waren wir doch schon gewesen. Wir haben das Denkmal für die Klone auf dem Venator gebaut. Ja, die Fürsten. Okay, Denkmal. Ja, das hatten wir auch schon. Ich dachte, das hätte gespeichert. Oh, hi. Wie war das jetzt nochmal? So war das so und dann war das so ins Gesicht kriegen, genau. Oh Gott. Ja, nee. Da spielt man mal ungefähr 3 Tage lang nicht mehr und dann muss man erst wieder richtig reinkommen. Hilf mir, das war das. Na komm doch. Jawohl. Okay, weg mit ihm. So, weg damit. Und du auch noch. Autsch. Nein, vergiss es. Ja, ist gut. Hilfe, BD! Ist gut, Leute, ist gut. Das kann ich nicht aktivieren, na, schade. Alter, wie die alle hier hinterher dackeln. Als ob es hier irgendwas umsonst gibt. So, geht baden, Leute. Geht doch. Vielleicht ein bisschen helfen. Funkspruch aktivieren, haben wir schon. Okay. Gut, jetzt müssen wir quasi alles nochmal machen. Ja, wir müssen alles nochmal machen. Wow. Patrouille, das war... Ne, das war nicht so gut. So, jetzt zack. Und zack. Oha. Genau, die Essenz, die zweite müsste das jetzt sein. 2 von 3, wunderbar. Anscheinend vor langer Zeit ein schrecklicher Punkt gestorben. Schön. Können wir noch mal kurz gucken. Jawohl. Boah, das haben wir doch alles. Achso. Ja, warte mal. Dann machen wir einfach mal den hier. So. Gucken mal kurz, ob alles läuft. Okay, läuft alles noch. Sehr schön. Super. Los geht's.
Ja, los geht's, wieder zurück. Warum auch immer wir das jetzt, warum das jetzt nicht gespeichert hat. Oder vielleicht sind wir wirklich, haben wir vergessen quasi zu safen, weil wir hatten ja. Ja, aber. Wer fein rüber, WD1! Boah, was? Von hinten? Okay, ich verpiesel mich. Genau, hier muss irgendwo noch so ein riesen Typ rumrennen. Habt ihr noch irgendwas zum Looten? Nee, gut. Okay, hier waren wir noch. Sind wir hier schon mal lang geschwommen? Ja doch, hier sind wir schon gewesen, genau. Hier war dieser große Typ. Da müssen wir hin. Brauche Unterstützung. Ach, ich kann es immer noch nicht. Ich bin immer noch zu. Ich weiche immer noch total falsch aus. Ja, ich weiß, das ist nicht gut. So, wow, ja, okay. Da hat er uns gerade so noch erwischt, das gibt's nicht, oder? Was, wir leben noch? Wir leben noch? Oh mein Gott, wir leben noch, oder wir leben noch. Finde ich gut. Und jetzt machen fertig. Bitte, 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 töte ihn. Wow, wir haben ihn getötet ohne Special Move. Dafür sind wir aber gleich ziemlich tot. Und hier waren ja die Druiden, ne? Na gut, dann wollen wir mal. Was war hier nochmal? Irgendwas mit Legierung, oder? Oh, du hast was gefunden. Poncho war. Das war das, okay. Genau, wir hatten den ja auch angehabt. Okay, hier könnte man lang gehen, das bringt uns aber jetzt nicht viel. Hier können wir was machen, überlasten. So. Warte mal, waren wir hier? Ne, hier waren wir noch nicht, ne? Ah, okay, gut. Ich gehe noch mal zurück, weil irgendwo war ja noch was gewesen, was wichtig ist für uns. Wenn es hier gewesen sein muss. Es müsste eigentlich hier gewesen sein, ne? Hier hinten? Genau, hier. Dort, wo jetzt hier der Berg ist. Also hier, da oben. Dort ist noch was Wichtiges für uns. Aber ob wir da lebend hinkommen, das ist eher eine andere Frage, weil ich glaube, hier gibt es sehr viele Explosionsdruiden-Dinger. Also diese, ne? Ach, hier oben geht's lang. Weil wir sind einfach One-Hit. Wenn jetzt irgendwas passiert, dann sind wir sofort. Ja. Okay, gut. Weil hier oben ist ja auch gleich so eine blöde. Einheit, ne? Such Droide, die beobachten uns. Sag ich doch. Blöde Einheit. So. Jawohl. Wir müssen natürlich auch dran denken, dass wir dabei in Deckung gehen müssen, weil die ziemlich explosiv geladen sind. Also die können uns quasi sprengen. Und das wäre nicht so schön für uns. Wie gesagt, wenn wir jetzt sterben würden,
Sehr gut. Yes, sehr schön. Weggesnackt. Und jetzt müssten noch drei von denen kommen, ne? Hier können wir einen Shortcut öffnen, wunderbar. Ach so, ja gut, das ist ja sowieso das Beste, wenn wir hier eine Abkürzung haben. Sehr gut. Explosion. Und jetzt müssen noch zwei hier kommen, ne? Scannen. Aber die haben wir doch auch schon gescannt, ne? Suchdruide. Ja, das haben wir auch schon gelesen und gescannt, genau. Mhm. Oh, ach, verdammt. Mist, schade. Aber gut, wie gesagt, wir wären sowieso One-Hit gewesen, aber jetzt haben wir zumindest einen Shortcut, wo wir viel einfacher jetzt zurückkehren können. Aber wenn ich es richtig sehe, glaube ich, haben wir bald unseren fünften Stim-Behälter, was natürlich für uns sehr gut ist. Je mehr Behälter, umso besser. Ach ja, die schönen Ladezeiten. Na. Wunderbar. So, wo war jetzt der Shortcut? Hallo. Ah, lass mich Ruhe. Nein, ouch, ouch, Hilfe. Hau ab. Ah. Nein. Nein. Sehr schön. Und das finde ich interessant. Wir können ihn entweder normal töten, ohne diese One-Hit-Kill-Sache. Na, dann liegt er. Wenn wir ihn einfach so töten, dann... Hui. Dann liegt er nicht, sondern... Oh, ach, verdammt. Stimmt ja, hier war er. Hau ab. Boah, echt jetzt? Wow, okay, cool. Finde ich gut. Oh, verdammt. Bleib cool. Schieß. So. Schieß. Geh weg. Gehst du weg. Jawohl. Scheiß Attentäter. Selbstmord. Droide. Ah, guck mal, das ist er. Yeah, sehr gut. Aua. Mhm. Tja, das war wohl nichts, mein Guter, hä? Komm, explodier, Junge, explodier. Sehr schön. Fähigkeitspunkte erhalten, nice. Oh, wir haben schon 4 Fähigkeitspunkte wieder. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Maximal! Der Commander starb durch ein Lichtschwert. Überlebender.
Ein toter Klon, der allerdings nicht durch den Absturz starb, erscheint von einem Lichtschwert getötet worden zu sein. Ja, von einem Lichtschwert. Lichtschwert. Kannst du mir helfen, BD? Ach so, das ist wieder sowas. Aber wie komme ich da hoch? Was war das? Mal kurz gucken. Okay. Keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkommen soll. Aber gut, wir machen erst mit dem. Genau. Ah, da kommen wir bestimmt noch irgendwie hin, weil. Also da will ich auf jeden Fall hin. Kannst du mir helfen? Kann ich jetzt irgend. Ach so, das bewegt sich noch. Moment. Nee, gut, das ist nichts. Ich dachte, das würde sich so bewegen, dass ich da viel besser hinkomme. Und es geht abwärts. Nehme ich mal an. Ja, guck mal hier. Wie schön. Oh nein. Ich hab's schon vorhin gespürt. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Oh nein. Ist das etwa ein Inquisitor? Imperiale Grabstätte. Entweder ein Inquisitor oder es ist wieder so ein Schüler bzw. Kämpfer. Okay, erstmal meditieren. So, kurz ausruhen. Fähigkeitsbaum, Punkte verteilen. Was ist das? Nice. Okay. Ein Luftangriff mit Gegner in einer Nähe bei der Landung. Gut, können wir machen. Bam. Gut, werde ich gleich mal üben. Hält Verlangsamung. Nee. Wenn. Warte es einen Moment bevor. Ja, okay, komm. Das nehmen wir mit. Und das geht jetzt nicht, ne? Das sind zwei Punkte. Zwei Punkte, okay. Gut. So, wie war das jetzt? Springen und dann. Wow. Okay, cool. Nice. Abwärts. Ne, es geht abwärts. Okay. Okay, was zum Scannen? PD1. Ach so, bist du. Hä? Okay, alles klar. So, jetzt aber hier, zack. Oh nein, ich ahne Böses. Droiden. Ich glaube, ich habe was gesehen. Hallo. Auf an. Oder ich will testen. Sie leben die Zimmer noch? Unklug. Ja, ich wäre alter. Lass mich los, lass mich los. Nein, aber. Ja gut, Vernichtung von dem ist okay. Aua. Autsch, 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 autsch. BD, ich brauche Hilfe. Autsch, da trifft er mich. Ja. Und tschüss. Sehr gut. So, können wir hier was. Eine Seilrutsche? Was? Seilrutsche? Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist das denn? Wie bitte? Eine Seilrutsche? Was? Lass mich jetzt hier rollen. Jetzt muss dein Weg zum Motorisch sein.
Nutze Seilrutschen in beide Richtungen. Ja, ja, das klingt doch schon mal sehr gut. Nee, warte mal, hä? Mit diesem Motor kann sich BD an Schleirutsche nach oben bewegen. Nee, warte mal, wo war, was? Nee, das war's nicht. Imperiale Technologie, das ist schön. Ah, okay, cool. Jetzt kommen wir wieder zurück. Schön, schön. Na okay, dann überlasten wir das mal wieder. Nein! Hey, BD! So, dann geht's wieder nach oben. Mal gucken, was ist, wenn ich jetzt das aktiviere. So, dann fährt das hier. Ah, okay, cool. Ich brauche Hilfe. Okay, das ist schon mal sehr, sehr cool. Aber auch nur, wenn man es kann. Komm doch. Schau, was ist denn los? Und das war's. Schlaf gut. Schau, was ist denn los, ne? Ich hab's gesehen. Aufzug? Von dieser Seite kann der Aufzug momentan nicht gerufen werden. Okay, also wieder Shortcut. Na komm doch, schieß. So, tschüss. Okay, gut, also hier können wir weitergehen. Ich will aber wissen, was gibt es hier noch? Oh, hier gibt es Freunde. Ja, ja, ist gut, warte. Ich kann dich nicht blocken, ne? Ja, genau, dich kann man nicht blocken. Du bist so ein unblockbarer Typ. Du auf. Hab dich! Kannst du eigentlich nur ausweichen? Ja. Nicht nur ausweichen. Ja. Ja? Das ist es, was du willst? Okay. Frisch doch. Ja, schlag dich doch. Ich werde dich ausbluten lassen. Das kannst du vergessen. Ich bin verwundet. Ach, jetzt heul mir rum. Komm, du bist ohne was du quatschst, hä? Hast du es überhaupt versucht? Kannst du noch mal außer rumrennen? Ja. Jetzt aber. Faxen dicke hier, mein Freundchen.
Manometer, was ist das denn für ein Typ, ey? Elektrostab-Auslöschungstruppler. Führe mit ihren Elektrostäben eine Vielzahl schneller Hiebe aus, sind nach dem ersten Angriff aber verwundbar. Flinke Gegenangriffe, die Attacken ausweichen und diese parieren können. Die bedrohliche Auslöschungstrupper machen als Teil des Inquisitorenprogramms des Galaktischen Imperiums Jagd auf die Überlebenden des verräterischen Ordens der Jedi. Als hochspezialisierte Klasse imperialer Soldaten verfügen sie über eine Vielzahl von Waffen und Taktiken. Diese Elitegruppe hat nur wenige Mitglieder und wird von den Augen der Öffentlichkeit verborgen. Die meisten Bewohner des Imperiums wissen nicht einmal, dass sie existiert. Viele Auslöschungstrupper durchlaufen eine Nahkampfausbildung mit einem Elektrostab, der sie zu wendigen und tödlichen Gegnern macht. Ja, also das muss man ihnen lassen. Sie sind sehr wendig und tödlich. Also da hätte mich jetzt, ne, ohne Witz, da hätte mich jetzt erledigt. Ist hier ein Shortcut? Hier geht es weiter, ne? Okay. Ne, warte mal, hä? Okay. Okay, da gucke ich gleich mal nach, aber erstmal hier hoch. So, was haben wir hier Schönes? In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. So, destruktive Maßnahmen. Von einem Arbeiter zurückgelassene Werkzeug, der fieberhaft nach Cefo-Relikten suchte, ohne dabei seine Umgebung zu beachten. Wieso ist er dabei draufgegangen? Ist er dabei gestorben? Zerquetscht? Zermatscht? Was auch immer? Okay, gut. Das haben wir jetzt, den Weg haben wir jetzt angeguckt. Jetzt will ich wissen, was gibt es hier? Abkürzung ist das. Was ist das? Sofort weg da! Feuer frei! Okay, Wächter des Grabes. Auf der Suche nach Cefo-Artefakten hatte diese Sturmlotte eine gleichsam unerwartete wie schreckliche Begegnung mit einem Grabwächter. Grabwächter sind auch sehr gute Gegner, muss ich zugeben, sind sehr gut. So, jetzt haben wir hier einen Shortcut. Aber ich habe etwas vor. Ich glaube, das ist ein Fall für dich, BD. Ja, ja. Weil bevor ich jetzt hier... Bevor ich jetzt hier weitergehe, erstmal kurz im Meditieren. So. Okay, und anschließend komme ich nicht zurück. Okay, gut, also falsch gedacht, was ich vorhatte. Nee, das war falsch. Gute Arbeit, BD. Du musst das hier aufladen, BD. So, jetzt aber. Sehr gut. Hallo, Leute. Ich höre niemals auf. Wütend? Wütend? Seid ihr sicher? Ihr schon wütend? Komm, haut ab. Haut ab, hab ich gesagt.
Ich habe keinen Fehler gemacht. Er ist gestolpert. Freier Fall. Finde ich gut. Kommt der jetzt auf einmal her? Kommt der jetzt auf einmal dieser... Ach so, stimmt. Wir haben ja den Shortcut jetzt freigeschalten. Deswegen kommt da jetzt dieser... Dieser Robotyp. Autsch. Brauche Unterstützung. Aufpassen, er holt sich. Das werden Sie bereuen. Ich merke schon. Eins wird runtergehen. Zurück, ein Eigling. Analytischer Hieb. Jawohl. Boah, schön abgeschnitzelt. Wow. Hatte ich so auch noch nicht gehabt. Ist hier mein neuer... Ja, jetzt mein nächster Freund. Du. Ich werde nicht entkommen, willst du mich ärgern? Du entkommst mir nicht. Du kannst nicht gewinnen. Okay, du wirst doch, du bist doch ziemlich gut. Okay, an ihm die Lebenspunkte zu verlieren, gut, kann man, ja doch, eigentlich ein guter Gegner. Sagen wir mal so, wir hatten schon schlechtere Gegner gehabt, die meine Punkte hatten. Aber der hat's verdient. Okay, jetzt müssen wir natürlich nochmal gegen die alle kämpfen. Weil, nee, warte mal, wir haben ja Shortcut. Ich kriege ihn nicht ins Visier. Vorrücken, los! Zielen und feuern! Er ist getroffen. Ich verfolge ihn. Er ist auf der Flucht! Nice. So. Leg den endlich um! Vorwärts! Alle Schützen am Boden! Los! Vorrücken! Jawohl. So, sehr gut. Der Vorstück geht nicht, okay, dann gehen wir hier wieder lang. Aber jetzt wissen wir zumindest, wo wir nicht mehr lang gehen können, weil also gehen sollten wegen Roboter. Ich sehe dich, Jedi. Das ist gut, wenn du mich siehst. Beeindruckende Reflexe. Ich werde nicht weichen. Wenn du mich siehst, wird es zu spät sein. Ich werde dich besiegen. Zurück, Jedi. Bereite dich auf den Tod vor! Nicht schnell genug! Dein Tod rückt näher! Mein Tod rückt näher! Gut gemacht! Deiner wohl eher! Achso, ich muss hier runter? Ja, nee, ist klar.
Das wäre so mies gewesen, wenn das jetzt schief gegangen wäre. Nein! Wie war das mit dem schief gegangen? Da will ich zuerst hin. Sehr wichtig. Wir werden noch härter arbeiten. Wir kommen rein, Offizier Crane. Offizier Crane. Eine Kiste mit der Artefakte aus dem Inneren des Grabes abtransportiert wurde. Dieser Exemplar wurde von einem Arbeiter benutzt, der Ereignisse liefern musste. Ergebnisse liefern musste. Ereignisse. Ja, Ereignisse muss er auch liefern. Ja, ist schon klar. So, hier kann ich mich sicherlich festhalten. Voll. Okay. Meditieren. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Also, an sich schon eine gute Idee, aber dort, weil wir gerade hier sind. Ja. So, und jetzt die letzte. So, sehr schön. Ja, wir wollen alles upgraden. Ist hier der Fahrstuhl? Hier könnte der Shortcut sein, ne? Kann ich einfach so... Achso, das ist viel weiter weg, als der Schein trübt. Okay, gut. Okay, dann gehen wir mal durch die Tür. Oder auch